Willkommen zurück zu Let's Play 4 gegen 4 StarCraft. Ne, heute machen wir ernsthaft Off-Race und haben schon den ersten Gegner am Start, weil ich sag ja, es ist ernst, die meint es auch ernst. Jetzt geht's direkt voll los. Wir kämpfen gegen einen Zerg und hoffen, dass wir nicht wieder gestachelkrabbelt werden. Ja, gestachelkrabbelt werden ist uncool. Fand ich wirklich nicht so cool, aber fand ich auch nicht so schlimm. So, meinetwegen könnte das auch eine andere Map sein, auf der wir spielen, aber letztendlich ist es mir auch relativ Wurst. Ja, ich baue auf jeden Fall mal einen Pylon, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Gucken, dass unsere Eco weiter am Laufen bleibt und scouten den Gegner. Juhu! Scouten den Gegner heißt natürlich, bauen alles mit Cannon zu und machen wieder den dreckigen Jeff und, ne, also, Cannons stehen heute nicht auf dem Menü. Außer es bietet sich echt krass an, also da will ich nichts sagen. Wir könnten auch mal hier ein paar Probes abbrechen und schon mal ein Warpgate bauen. Weil ich das gerne mal vergesse. Und das war tatsächlich gerade eine Drone, die ankommt. Wollen wir mal sehen, was das wird. Ja, ich weiß ja, dass es jetzt so einen Hedge Rush gibt und dass man da aufpassen sollte. Wir halten das alles so ein bisschen unter Blick und Riegel und... Ja, aber der scheint normal zu spielen. Der hat eine Echse hier gebaut. Wir können jetzt ein bisschen patrouillieren. Machen wir doch gleich. Packen unser Gas voll, das waren zu viele. Nein! Will meine eigenen Einheiten nicht angreifen. Nein! Ja, gucken wir, dass wir hier vorne nochmal einen Pylon bauen. Und danach King of Links angreifen. Bzzzt. Der wird da gedroned. Geprobed wird er. Analsonde eingeführt. Es geht einfach bei Probes, weil die immer gerade ausfahren. Also, wir haben auf jeden Fall unseren Warpknoten fertig. Was das jetzt war, weiß ich nicht. Ich wollte da gar kein Gas bauen, aber alles klar. Gut, dann verzieh dich doch. Soll mir egal sein. Kommt er jetzt nochmal wieder oder haut er wirklich ab? Ich werde ja nicht abhauen, weil ich sehe hier auch noch Informationen, die wichtig sein könnten. Aber, nope. Da hat er gemerkt, dass ich patrouilliere. Aber will ich eigentlich nicht, dass er mich da platt macht. So. Ja, unser Ding hier ist gleich fertig. Dann können wir direkt mal ein paar Depths bauen, weil Depths immer cool sind. Oder bauen doch mal einen Stalker und beschleunigen den, weil er offensichtlich was vergessen hat. Ja, ist immer nett, wenn der Gegner was vergisst. Da fühlt man sich gleich immer genetisch elitär und kann auf jeden Fall ein bisschen was kaputt machen. Ja, ich glaube schon, dass er nicht durch die Basis durchfliegen kann, also... Ne, vor allem so fliegt er nicht durch die Basis durch. Dann bauen wir mal im Anschluss einen Adept und können jetzt erstmal hier losstalkern. Ja, wenn er auf sowas steht, dann soll er das bekommen. Er braucht auch gar nicht versuchen abzuhauen, weil das kriegt er nicht hin. So, dann haben wir jetzt schon eine Mothership Core am Start. Und können hier vorne, wäre mir ganz lieb, schon mal anfangen, ein paar Pylonen zu bauen, damit wir notfalls abwehren können, was es abzuwehren gibt. Ein paar mehr Gates adden. Gates adden ist immer wichtig und mehr Adepts bauen vor allem. Adepts haben wir immer noch frei. So, dann können wir vielleicht mal sogar gucken gehen, ob der Gegner jetzt schon eine dritte nimmt. Patrouillieren da in dem Gebiet mal und können jetzt auch den zweiten Nexus in die Produktionsschleife mit einbinden für weitere Probes. So, den hatte ich noch nicht wieder geändert. Das ist schade, das habe ich vergessen. Dann bauen wir doch mal ein Robo. Weil Robo gleich Scouting, Scouting gleich gut. Und ja, warten wir jetzt noch. Ja, wir bauen noch mal manuell eine Ladung Adepts, weil kann ja nicht so sehr schaden. Auf jeden Fall die Probes im Vordergrund halten. Ja, das ist halt, also bei Protoss kann ich einfacher Probes bauen. Erstens sind Probes echt schnell gebaut. Und zweitens ähnelt das mehr dem normalen Terraner-Makro, das kann ich halt einfach mehr. So, es sieht so aus, als wäre das eine doofe Idee gewesen, die hier nochmal in die Bauschleife zu setzen. Aber ich glaube, hier kann ich auf jeden Fall einen Plus machen, wenn ich den noch durchlaufen lasse. Plus eine Einheit, juhu. So ist die Frage, auf was der Gegner geht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der Mutas kommt. Mutas wären auf der Map der Obercancer, also da könnte ich nicht viel gegen machen. Es sieht aber roachig aus, ja. Das heißt, ich adde vielleicht doch nochmal ein paar Stalker. Adepts sind zwar stark gegen Linge, aber wenn der schon da hinten Roach hat, obwohl er noch keine Aggression hier gezeigt hat,
oder ich noch keine Aggression gezeigt habe, dann heißt das auf jeden Fall, dass er auf dem Tech bleiben will. Und dann sollen wir doch auch dagegen gewappnet sein, bitte. Ja, dann prüfen wir mal, was der hat und gucken selber, dass wir uns auf jeden Fall verteidigen können. Verteidigen ist erstmal eine super sahnige Sache. Man Protector, Dial, Force Field sind gut und wenn man die richtigen Hotkeys macht, dann kann man die auch gut einsetzen. Ich krieg mal wieder hier nichts gebacken. So, und dann können wir eigentlich schon fast eine dritte nehmen. Ja, eine Forge wäre nicht verkehrt. Oder vielleicht sogar zwei. Und dann würde ich das Ganze hier gerne mit einem Pylon absichern, weil wir eh Supply-Blocked sind. Und da kommt auf jeden Fall was. Okay. Nicht sehr viel, wie ich finde, aber es kommt auf jeden Fall was. Ist das alles, was du hast, oder kommen da jetzt noch Mutas? Das ist ja albern. Ich habe noch keine Ahnung, was das wird. Okay. Ja, dann bauen wir doch mal einen Immortal. Gucken, dass wir die Echse rankriegen, weil die Probe hatte ich ja schon da, aber das war irgendwie nichts. Gut, kann natürlich sein, dass er jetzt wirklich hardcore noch Einheiten nachbaut, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Vor allem ist da die ganze Zeit eine Roach, die so wegläuft, als wenn sie was zu verbergen hätte. So, dann holen wir uns mal die Upgrades. Schild muss nicht sein, dann doch lieber Panzerung. Ja, wir wollen lieber gucken, ob eine Exe am Start ist. Wenn wir ihn outproducen können, ist alles gut. Okay. Auch mal was Neues. Der hat auf jeden Fall eine Menge. Gut, dann leben wir mal damit, so wie das uns gegeben wurde gerade. Bauen selber noch mal ein bisschen robomäßig nach. Pylonen können nie verkehrt sein. Ein paar Pylönchen. So, und dann könnten wir auch mal ein Warp Prism bauen, damit wir selber Einheiten rein warpen können, wenn wir sie brauchen. Ja, Upgrades sind auf dem Weg. Und da sind eine Menge Länge. Eine ganze verrückte Menge Länge. Okay, Notfallrückzug. Was ist denn? Ach, der Immortal ist da übrig geblieben. Obercancer. Naja, wir haben definitiv zu wenig Gates. Fällt mir gerade mal so auf. Wir können nicht schnell genug neue Einheiten produzieren. Aber was machen wir da jetzt dran? Gar nichts. Das heißt, wir leben jetzt mit der Schmach und gucken, dass wir möglichst schnell vielleicht ein, zwei Kolosse rankriegen. Die Erstgeborenen. Abbrechen. Koloss. Und das Upgrade für Kolosse wäre super. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Saturated Access schon fast dran stehen. So. Ja, also man sieht, es läuft einigermaßen. So, dann stellen wir mal hier unser schönes Warp Prism auf. Können auf jeden Fall die Resonanzgläven bauen, weil die uns verdammt viel bringen werden. Mehr Upgrades für unsere Units auf die andere Forge bitte. Ja, wir locken mal ein bisschen. Ja, er hat nicht viele Einheiten, so wirklich. Deswegen ist das erstmal ganz cool. So, dann schicken wir mal neue Einheiten in den Kampf. Gucken, dass wir alle Einheiten jetzt hier mitziehen. Ja, er hat eigentlich nur Ravager, wenn ich so ehrlich bin. Ich hoffe mal, dass das reicht, was wir hier haben. Ja, wir müssen irgendwie das Ganze hier halten. Ich weiß nur noch nicht wie, weil das könnte doch knapper werden, als ich will. Ich habe zwar die Ressourcen, aber ich habe das Makro irgendwie nicht. Ja, da kommen nochmal Linge, um das Ganze zu verteidigen und zu halten. So, mehr Units. Resonanzgläven sind unterwegs, sind jetzt gleich durch. Das sollte mir auch nochmal einen riesen Vorteil gegenüber seinen Lingen bringen. So, da kommt er wieder. Du raus. Ehre den Dailam. Ja, da hat er nochmal Schaden gemacht. So,
So, und wir können nochmal... Ja, er fokust uns jetzt die Echse runter. Aber wir können jetzt hier ordentlichen Schaden reindrücken. Er versucht natürlich weiterhin seine Corrosive Wilds durchzukriegen. Unsere Kolosse sind dafür jetzt fertig. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Damage gegen seine Ravager raushauen. Viel, viel mehr Damage gegen seine Ravager raushauen. Das ist das, was wir brauchen. Die Ravager sind halt böse. So, jetzt merkt er wahrscheinlich, okay, der hat eine Menge Kolosse. Seine Ravager werden gebraten. Wir bauen auf jeden Fall noch mehr Kolosse und gucken, dass wir jetzt die nächste Echse rankriegen. So, wir brauchen auf jeden Fall auch mal einen Observer. Wir sind die ganze Zeit ohne Observer unterwegs. Das ist ziemlich risky. So, ich traue mich mal ein bisschen vorwärts und hoffe, dass er nicht allzu viel hier hat. Wahrscheinlich kommen jetzt eine Menge Linge, um unsere Einheiten zu catchen. Das wäre auf jeden Fall clever von ihm. Er hat hier auf jeden Fall eine Echse am Start. Was heißt am Start? Also, die ist gerade mal am Anlaufen. Die sammelt ein bisschen Gas. Aber, war schon richtig, da kommen jede Menge Linge. Aber die Linge haben keine gute Position. So, wir haben auf jeden Fall die Gates jetzt. Können gleich noch mehr Gates dazu holen. Können uns verteidigen. Und können vor allem die nächsten Angriffs-Upgrades rausholen. Damit sollten wir nochmal eine kleine Edge kriegen gegen ihn. So, vor allem haben wir jetzt noch mehr Kolosse fertig. Ich bin das Herr. Das Einzige, was jetzt wieder fehlt, ist ein Warp Prisoner. So, wollen wir mal gucken, ob wir an seiner Echse ein bisschen schnuppern gehen können. So, was jetzt natürlich gefährlich ist, ist genau das. So, wir hauen mal ein bisschen ab. Ja, wir müssen hier nachbauen, das hat keinen Sinn. Okay. Auf jeden Fall nachbauen. Auch nachbauen. Wir haben nicht genug Supply. Ich glaube, dass unsere Einheiten Übermacht jetzt auf jeden Fall gegeben ist. Auch die Upgrades sollten besser sein, die seine, aber fehlen halt immer noch Kleinigkeiten. So, hat er angefangen, die neu zu bauen? Hat er nicht. Okay. Ja, wir können auf jeden Fall mit den Kolossen schöne Feuerlagen da reinkriegen. Ja, da will er wahrscheinlich eine Echse verteidigen. Und da hat er sich gerade selber gecornert. Das ist nice. Okay. Er hat zwar jede Menge Schänder inzwischen, glaube ich. Da sind ein paar Schänder. Okay, da kann ich wahrscheinlich A reinklicken. Ja, man sieht, das wird alles weggebrotzelt. Wir gehen mal A-Klick-mäßig an ihm vorbei einfach, weil ich glaube, dass das ziemlich sichere Sache ist. So, dann holen wir ihm hier die Echse weg. Warp Prison ist unterwegs. So, dann können wir weitergehen. Wir können theoretisch hier noch die Larven kaputt machen. Da kommen Mutas raus. Alles klar. Ich habe mir schon gedacht, dass er jetzt noch mehr auf Air Units gehen wird. Dann hätte ich gerne ein paar mehr Stalker. Weil dafür ist das Warp Prison da. Wir haben auf jeden Fall genug Kolosse, um das zu halten. Da ist zwar jetzt so ein Stachelkrabbler-Dingsi, aber das kann der schon. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken. Vielleicht noch einen Templar-Tech rankriegen. Und ein paar mehr Gates. Ja, wir halten ihn jetzt auf wenig Ressourcen und dann wird er schon nicht rauskommen. So, ein bisschen mehr nachbauen. Unser Mothership Core hat er dooferweise rausgefokust, aber. Die Einheiten von ihm sind down, die uns Schaden machen können. Jetzt hat er zwar noch jede Menge Schänder, die unsere Overseer raushauen. Ach, Overseer und so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Kolosse, genau. Kolosse raushauen, aber man hat schon gesehen, da konnte er nichts mehr gegen machen. Das Spiel war ihm zuwider. Er war auch irgendwie zu aggressiv am Anfang und hat zu wenig expandiert. Hätte er mehr expandiert, wäre es gut gelaufen. Dann hat er hier die ganze Zeit sich auf das Engagement losgelegt, statt mal irgendwie über die Seite kommen zu wollen. Die Echse hat er total in Ruhe gelassen. Also das war an mehreren Stellen komisch gespielt. Und gehen wir mal an seine Base, was er jetzt noch an Tech übrig hat. Also erstmal seine Air Units, T0, aber da hat er ja eh nichts mehr mitgemacht. War auf 2-2, wenn ich auf 3-3 war. Also,
definitiv ein Unterschied in dem Game noch. Aber hat zumindest sein Hive-Tech rausgehabt. Also da hätten jederzeit Odalisken kommen können, wahrscheinlich auch geplant gewesen. Keine Ahnung, ich kann es nur abschätzen. Wobei Odalisken ja doch noch ein einfacheres Spiel für Protoss sind. Aber na gut. Ja, an der Stelle ist das Match gelaufen. War nicht schlecht, aber er halt auch nicht so gut. Deswegen, ich finde viel richtig gemacht, er viel falsch gemacht. Ist immer schwer abzuwägen, ob das ein gutes Match dann war. Also, ich weiß nicht. Naja, mit dieser Queen würde ich sagen, passt das für heute.